Hier ist der Workers Cast mit den Themen Mitarbeitergewinnung, Digitalisierung und modernes Handwerk. Spannende Handwerksunternehmer, versierte Experten und ich, Jörg Mosler. Los geht's! Hallo zusammen, ich grüße euch. Hier ist Jörg, hier ist der Workers Cast und heute sprechen wir mal über ein sehr, sehr stark unterschätztes Marketing-Tool und zwar sowohl in der Mitarbeiter- und Azubi-Gewinnung als auch in der Gewinnung von neuen Kunden. Und dieses sehr, sehr stark unterschätzte Marketing-Tool ist ein Blog. Und wenn man Blog sagt, das hört sich immer so ein bisschen altbacken schon fast an. Oh, Bloggen, das ist doch schon fast 90er gefühlt. Nein, also auch bei den ganzen Instagrams und TikToks und was es heute so alles richtig an heißem Scheiß im Internet gibt, ist ein Blog wirklich eine geniale Marketingmaßnahme. Und ich möchte dir heute ein paar Gründe dafür nennen, warum das so ist. Und diese Gründe überzeugen dich vielleicht auch mal drüber nachzudenken, selbst einen Blog zu starten. Kleine Hintergrundstory dazu. Ich bin selbst Blogger und vielleicht weißt du das, ich habe es ja hin und wieder auch schon mal erzählt, auch hier im Podcast. Ich habe 2014 mein Unternehmen aufgegeben, mein Unternehmen verkauft und bin dann in diesen Fortbildungsmarkt rein und hatte das riesengroße Problem, dass mich kein Mensch kannte. Ja, also dass mich in diesem Zusammenhang Mitarbeiter, Azubi gewinnen, niemand kannte. Und dieser Blog, den ich im Jahr 2015 dann, glaube ich, gestartet habe, hat mir da extrem geholfen, diese Bekanntheit aufzubauen. Und ich sage dir jetzt auch, warum das so war. Und damit kommen wir zu diesen drei Gründen, die das wirklich extrem sinnvoll machen, einen Blog zu starten. Grund Nummer eins ist das Thema Suchmaschine. Also egal, was du für ein Anliegen hast, ja, ob du jetzt ein Kunde bist und was suchst oder ob du ein Mitarbeiter, Azubi bist und was suchst, was machst du? Du gehst zu Google und gibst deinen Suchbegriff ein. Und das ist der riesengroße Vorteil eines Blogs gegenüber zum Beispiel Social Media. Wenn du jetzt bei Google etwas eingibst, dann schlägt Google dir dementsprechende Webseiten oder Videos vor, die zu diesem Suchbegriff passen. Das heißt, wenn du einen Blog schreibst und den auf diese Suchbegriffe optimierst, also bei der Ausbildung zum Beispiel auf das Thema Ausbildung Dachdecker München, ja, wenn du jetzt ein Dachdecker in München bist, dann werden diese Blogartikel, wenn sie gut sind, oben bei Google angezeigt und somit bekommst du neudeutsch Traffic, also Besucher auf deine Homepage, die potenzielle neue Auszubildende zum Beispiel sind. Das Ganze funktioniert auf der anderen Seite natürlich auch mit Kunden. Das heißt, wenn du deine Blogartikel auf Kundenthemen fokussierst, also mir fällt immer der Oliver Dunjew ein mit seinen Dachfenstern, der schreibt eben Blogartikel über ganz spezielle Themen, die es zu Dachfenstern gibt. Also jetzt komme ich ja auch aus diesem Bereich. Also zum Beispiel das Thema, die Scheibe beschlägt, es regnet seitlich rein. Dazu schreibt er Blogartikel, weil er genau weiß, das sind Probleme seiner Kunden. Die googeln das, Dachfenster, Scheibe beschlägt und kommen auf seinen Blog. Das ist eine richtig geniale Strategie. Und das funktioniert eben mit Social Media nicht, denn Google liest keine Facebook-Beiträge aus zum Beispiel. Das ist ein riesengroßer Vorteil und ein ganz wichtiger Grund, warum es Sinn macht zu bloggen. Und damit kommen wir gleich, das habe ich jetzt schon so ein bisschen angeschnitten, zum zweiten Grund. Du positionierst dich als Experte oder als richtig, richtig guter Arbeitgeber, wenn du solche Inhalte lieferst. Bleiben wir noch mal bei diesem Beispiel von Oliver mit seinem Dachfensterblog. Wenn ein Kunde jetzt auf diesen Blog draufkommt und
bei Oliver bleibt, das sieht, seine Positionierung sieht, Dachfensterretter ist sie übrigens, dann hat er sofort im Kopf, okay, wenn es diesen Blog gibt, wenn es diese Informationen gibt, dann muss das der Experte für Dachfenster sein. Und genau umgedreht funktioniert es auch, wenn du das Thema Ausbildung nimmst. Denn wenn so etwas angezeigt wird, wenn du deine Firma vorstellst, wenn du deine Auszubildenden vorstellst, wenn du einen kleinen Artikel dazu schreibst, wie deren Alltag aussieht, was sie lernen, was sie für Möglichkeiten, was sie für Perspektiven haben, dann bist du im Kopf verankert bei den Leuten. Bei deinen potenziellen neuen Auszubildenden, vielleicht bei ihren Eltern, die so ein bisschen rumsuchen im Netz, ne, was wir denn für Sohnemann oder für die Tochter so finden könnten. Und dann bist du im Kopf verankert und da hast du eine riesengroße Chance, dass die Leute mit dir Kontakt aufnehmen. Also diese Expertenpositionierung, die du über einen Blog erreichen kannst, die ist richtig, richtig genial. Ich, wie gesagt, spreche da aus persönlicher Erfahrung. Und diese Expertenpositionierung, das bleibt dir auch bestehen, eben durch unseren ersten Grund, durch das Thema SEO, also Suchmaschinenoptimierung. Selbst Artikel, die schon 3 Jahre alt sind, werden dann zum Teil bei Google gefunden, angeklickt und darüber kommen dann Anfragen, Interessenten, Anfragen für Interviews und so weiter und so fort. Jetzt sagst du, hey, Interviews brauche ich nicht, ich brauche eben Auszubildende. Ja, genau das Gleiche funktioniert eben auch. Also, Suchmaschinenoptimierung und das Thema Expertenpositionierung ist bei einem Blog richtig genial. So, und der dritte wichtige Grund, warum Bloggen eine sehr, sehr gute Strategie für dich im Marketing ist, der Blog gehört dir. So, das hört sich jetzt erstmal ein bisschen komisch an. Ja, natürlich gehört der Blog mir. Aber ich möchte wieder auf die Abgrenzung zum Thema Social Media hinaus. Also, angenommen, du hast einen richtig, richtig tollen Instagram-Kanal. Du hast da 30.000 Follower drauf. Aber das gehört alles nicht dir. Gesetzt dem Fall, du machst irgendetwas und das ist nicht den Regeln entsprechend bei Instagram. Sie sperren dir den Kanal. Und dann machst du erstmal nichts. Dann musst du erstmal gucken, dass Instagram das alles wieder für dich freischaltet. So, das ist jetzt ein absolutes Worst-Case-Szenario. Aber was zum Beispiel passieren kann, ist, Instagram, was Facebook jetzt gemacht hat, die gehören ja zusammen, drückt dir die Reichweite deiner Posts nach unten. Weil sie eben wollen, dass du für deine Reichweite bezahlst. Ja, das ist deren Geschäftsmodell. Das hast du alles nicht selbst in der Hand. Bei einem Blog schon. Denn der sitzt auf deiner eigenen Domain, also da, wo deine Homepage dementsprechend auch sitzt, und da bestimmst du die Regeln. Du bestimmst die Regeln. Und je besser dein Blog ist, desto besser wird er angezeigt, desto mehr Traffic bekommst du dadurch, desto mehr Anfragen von Kunden, desto mehr Anfragen von Mitarbeitern und Auszubildenden. Also du bestimmst die Regeln. Der Blog gehört wirklich dir. Dein Instagram-Kanal gehört im eigentlichen Sinne nicht wirklich dir, sondern Instagram. Genauso wie es bei einem Facebook-Kanal auch ist. Du bestimmst nicht die Regeln. Bei einem Blog bestimmst du die Regeln. Und das sind diese 3 wichtigen Gründe, warum es wirklich Sinn macht, in deinen Marketing-Mix einen Blog aufzunehmen. So, wenn du jetzt sagst, ja gut, Jörg, das klingt ja alles toll, das klingt ja alles schön, aber ey, schreiben, das ist ja jetzt wirklich überhaupt nicht mein Ding. Auch dafür gibt's logischerweise Lösungen. Du findest im Netz eine ganze Menge Dienstleister, die für dich schreiben. Und jetzt wendest du ein, ja Jörg, das ist mir klar, aber kostet ja auch wieder Geld. Aber denk nochmal an die ganzen 3 Gründe, die ich hier jetzt genannt habe. Diese Investition bleibt dir bestehen. Denk an eine andere Werbemaßnahme, denk an ein anderes Marketing. Was weiß ich, du lässt Flyer drucken. Die Flyer, wenn du sie mal gedruckt, wenn du sie mal verteilt hast, die sind in der Regel im Papierkorb. Genauso wie wenn du eine Printanzeige machst, die kommt einmal in dieses Magazin, wenn dieses Magazin nicht mehr aktuell ist, weg. Und die Investition von, sagen wir mal, 300 Euro vielleicht, die du in einem guten Blogartikel machst, die bleibt dir bestehen. Und zwar über Jahre, weil das immer wieder gefunden werden kann. Also selbst wenn du sagst, ich habe weder Zeit oder Talent dafür, selbst diesen Blog zu schreiben, nimm das einfach als Marketingmaßnahme. Ja, und selbst wenn du sagst, hey, pass auf, 6 Blogartikel im Jahr, das passt, ich investiere 250, ich investiere 300 Euro, ich liefere die Ideen, ich liefere die Bilder und gehe an einen Experten ran, der mir dann dementsprechend diesen Blogartikel mit, sagen wir, 800 oder 1000 Zeichen schreibt.
Und das bleibt bestehen. Und das wird dir Mitarbeiter, Azubis oder Kunden bringen, je nachdem, wie du diesen Blog ausrichtest. Also, es gibt aus meiner Sicht wirklich kein Argument dafür, keinen Blog zu haben. Okay? Also, und das wollte ich dir mit dieser Folge einfach dementsprechend nochmal näher bringen, weil wir jetzt ja gerade alle auch so ein bisschen dieses Thema haben. Ja, okay, es wird alles nicht einfacher, es wird alles eher schwieriger. Und wie gesagt, nochmal, ein Blog ist ein richtig geiles Marketinginstrument, sowohl für Mitarbeiter-Azubi-Gewinnung als auch für Kunden. Wenn du zu dem Thema noch ein bisschen tiefer gehen willst, ich habe einen Blogbeitrag zum Thema Bloggen geschrieben vor ein paar Wochen. Da findest du auch viele dieser Hinweise, die ich dir jetzt hier gegeben habe. Und das geht noch etwas tiefer, noch etwas mehr Informationen, auch zum Thema Blog einrichten und so weiter. Also wenn dich das wirklich interessiert und nochmal, ich finde, es sollte dich interessieren, dann packe ich dir den Link in die Shownotes rein, lest dir das nochmal durch und denk wirklich mal drüber nach, einen Blog zu starten. So, in diesem Sinne wünsche ich dir erstmal was. Danke fürs Zuhören. Nächste Woche gibt's wieder ein Interview, da hören wir uns wieder. Bis dahin, ciao, dein Jörg. Hey, hier ist nochmal Jörg. Und, hat's dir gefallen? Dann lass mir doch bei iTunes eine 5-Sterne-Bewertung da und wenn du ein bisschen mehr Zeit hast, dann gib mir dein persönliches Feedback, damit ich diesen Podcast immer weiter verbessern kann. Danke schon mal. Ciao, ciao, dein Jörg.